Hier ist er wieder, der jährliche Markt der Eitelkeiten und Genies, die Welt der Künstler und solcher, die es gern wären. In den Messehallen am Funkturm läuft die freie Berliner Kunstausstellung und noch bis zum 7. Mai hat hier jeder seine Chance. Stiliachus ist mein Name. Ich bin Erfinder des deutschen Kunstberechtigungsausweises bzw. auch des deutschen Kunstberechtigungsautomatens und versuche mit meinem Automaten die Menschen in ihrer eigenen Kreativität zu bestärken. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert insofern, dass man sich für 5 Mark einen Ausweis erwerben kann und ist direkt zum Künstler geworden. Das heißt also, man braucht kein Studium mehr. Das geht also innerhalb kürzester Zeit und die Menschen sind glücklich, dass sie endgültig berechtigt sind. Das ist eine tolle Sache. Eine tolle Sache, womöglich überall in der Welt, wo Kunst mit dem Etikett Achtung Elite nach Art der Geheimzirkel stattfindet. Hier in Berlin jedoch sind solche Kunstberechtigungsausweise so überflüssig wie Scheuklappen für dieses Pferd. Denn auf der freien Berliner Kunstausstellung kann kein Galerist, keine Jury verbieten oder zulassen. Jeder Mann, jede Frau darf eine Arbeit ausstellen. 2300 Künstler sind es dieses Mal auf 9000 Quadratmetern. Ein Kunstmarathon und ein echter Kunstmarkt dazu. So sehen schon die Fische aus. Hier sind eins und eins und eins. Die Fischlein, sie schwimmen friedlich, glücklich in der Nordsee, in der Ostsee. Und nirgendwo sehen sie anders aus als das hier. Unverbindliche Preisempfehlung, 70 Mark, meine Damen und Herren. Das ist ganz leicht. Ganz leicht, aber trotzdem ist es Kunst. Die geht nicht nach Gewicht, die Kunst. Die ist also übersinnlich, übergeistig. Es geht hier nicht nach Gewicht. Ganz schön anstrengend, so ein Kunstmarkt. Doch wer die freie Berliner Kunstausstellung kennt und ihre Strapazen, der hat vorgesorgt. Und was dem einen das Sektpicknick am Rande, ist dem anderen die klassenbewusste Büchse Bier oder das Fläschchen Milch. So gestärkt kann der Familienausflug weitergehen, dorthin, wo getrommelt wird. Denn Trommeln gehört auch hier zum Handwerk. Und keiner fragt, warum und wieso. Denn erstens macht es Spaß und zweitens weiß man ja längst, dass hinter sowas immer der Zeitgeist steckt. Und erst manchmal sogar ganz deutlich zu erkennen, wie in diesem Kommentar zu den Berliner Wahlen. Glauben Sie, dass Sie damit irgendwas bewirken können beim Publikum, bei den Leuten, die das sehen? Ich denke mehr daran, dass viele Leute Republikaner gewählt haben und gar nicht wussten, was sie wählten. Und wenn diese Leute jetzt hier vorbeikommen und mal nachdenken, dann ist meine Mission eigentlich erfüllt, nicht mehr und nicht weniger. Hier porträtierte Matthias Köppel seinen Kollegen Vostell auf der Dampflok, die so voriges Jahr am Anhalter Bahnhof zu bewundern war. 18.000 Mark kostet das Bild und es ist so gut wie verkauft. Dieses dagegen noch lange nicht, obwohl es viele tausend Mark billiger ist. Es ist eine Kritik, die haben mich also richtig so gehängt im Sinne, christlichen Sinne. Wie oft haben Sie schon hier bei der Jury Freien ausgestellt? Für die letzten 19 Jahren. Seit 19 Jahren sind Sie dabei und haben noch nicht ein einziges Mal was verkauft? Nein, nicht nur hier, sondern außen auch nicht. Ich habe über 200 Ausstellungen gemacht in Berlin, aber kein einziger bin verkauft. Davon lässt sich der Nachwuchs natürlich nicht irritieren. Im eigens eingerichteten Kinderatelier wird heftig gearbeitet. Naja, ich mal hier gerade das Kolosseum in Rom. Und vorhin habe ich den schiefen Turm von Pisa gemalt. Und den Eiffelturm und so. Hast du denn das Kolosseum in Rom schon mal gesehen? Naja, nur im Film. Und hast du dir selber die Ausstellung auch schon mal angeguckt? Ja. Wie findest du die? Naja, manche Bilder sind etwas gekrakelt, aber ich finde die schön. Dem wäre wohl nichts mehr hinzuzufügen.